Auf geht's, ab geht's in die letzten 12 Minuten des Tages. Bochum, Leipzig. Da haben wir die Bochumer Bank mit dem Trainer Simon Schuchert, 32 Jahre jung, A-Plus-Lizenzinhaber des DFB. Schon seit über 10 Jahren beim VfL Bochum. So, jetzt der erste Angriff der Bochumer. Kanjai da fast auf den falschen Fuß erwischt, aber alles entspannt und alles geregelt. Dann ist der Abpraller Kopfballversuch von Sam Dietrich. Die Bochumer lange nicht dabei gewesen, deswegen hat es die Verantwortlichen hier sehr gefreut, den VfL zurückgewonnen zu haben. Stand im Endspiel bei der Erstausgabe gegen Arminia Bielefeld im Jahr 2000. Vor sage und schreibe 24 Jahren. Und gewann dann das Turnier 2001. Also wir reden schon über eine Turnierhistorie. Und jetzt zum vierten Mal dabei. Da wechseln bei den Leipzigern auch erst mit 7 Teilnahmen, logischerweise. So lange gibt es sie auch noch nicht. Einmal im Endspiel, einmal 2016 gewonnen und jetzt der Treffer. Ja, Schuh verloren. Ich dachte gerade, er wollte ein Handspiel zugeben. Ob wir das jetzt in der Wiederholung vielleicht nochmal sehen. Den Abpraller. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er den nicht mit der Hand berührt hat. Ja, ist nicht zu erkennen. Ging ein bisschen schnell. Treffer zählt auf jeden Fall. Ruben Schneider mit dem 1:0 für die Bochumer. Für den Tabellendritten der Westfalenliga. 4 Punkte hinter dem BVB. Die Bochumer haben allerdings ein Spiel weniger, können also auf einen Punkt noch ranrauschen an die Dortmunder. Gab im Ligabetrieb ein 1:2 gegen Borussia Dortmund. Dafür aber einen dramatischen 5:4 Sieg gegen Schalke 04 in der Liga. Leipziger ja Tabellenerster der Regionalliga. Wer vorhin schon dabei war, hat schon mal gehört. Haben in 14 Saisonspielen 70 Tore geschossen im Ligabetrieb. Also schon eine unglaubliche Zahl. Dürfen wir auch morgen am Finaltag sehr gespannt sein auf die Performance der Leipziger.
Doch, Schussversuch und der Ausgleich. Lenny Franke zum 1:1. Stark hier das Gegenpressing von Sami Bigi. Und dadurch kann Lenny Franke vollenden. Nein, dieses Pressing, diese Handlungsschnelligkeit, das sehen wir auch in der Halle. Das haben wir in den Spielen davor auch schon gesehen. Gerade gegen den HSV, die überhaupt nicht zum Zuge kamen gegen den Leipziger Druck. Und das meine ich mit, Leipzig wird morgen spannend, wenn es dann um die Wurst geht, wenn es in die K.O.-Spiele geht. Und sie dann diese Intensität an den Tag legen, dann kann das wild und unangenehm werden für jeden Gegner hier im Turnierverlauf. So, kein Problem, der Ball für Janos Daniel Kanjai. Spiel über die Bande und das 2:1 für Leipzig. Abdulbaki Al-Khalaf. Vorlage kam hier von Dilane Yaseku. Also wir wollen auch authentisch bleiben. Es ist schon so ein bisschen das typische Samstagabend-Austrudelspiel. Sie geben noch Gas, sie wollen noch, aber wir sehen auch, die Halle hat sich schon ein bisschen geleert. Da seid ihr im warmen Wohnzimmer vor dem Bildschirm schon genau richtig aufgehoben. Morgen, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, geht es weiter um 8.30 Uhr mit der ersten Partie. Wir starten dann mit dem BVB gegen Hamburger SV. Also holt euch die Brötchen vom Bäcker, brüht euch einen frischen Kaffee auf und dann ab an den Bildschirm. 8.30 Uhr starten wir gemeinsam mit Dortmund gegen Hamburg. Wir haben dann gegen 8:45 die Mühlenkreisauswahl gegen Borussia Mönchengladbach. Und wir starten morgen dann circa 10:45 mit den K.O.-Spielen, mit den Achtelfinalspielen. Freuen wir uns sehr drauf. Auf einen pickepackevollen Tag. Es wird von 8.30 Uhr bis circa 16.30 Uhr morgen Fußball pur aus Lübeck gegeben. So, 3,5 Minuten noch. Dicker Aufbaupatzer. Nichts passiert. Janos Daniel Kanjai. Da liegt noch ein Schiemannschoner auf der Platte. Dürfte gleich irgendwann auffallen. Freistoß für Bochum. Boah, starke Aktion nochmal per Kopf.
Ruben Schneider. Also Bochum will nochmal den Ausgleich. 3 Punkte haben sie bisher auf der Habenseite nach einem 4:1 gegen Union Berlin. Gegen Köln gab es eine 1:4 Niederlage. Leipziger ja vor einer Woche auch den sogenannten Norit Cup in Dettelbach. Das ist ein U16-Turnier im Raum Bayerns. Etwas anderer Modus als der Frivel Cup, aber auch mit tollen Mannschaften besetzt. Und den haben sie gewonnen, die Leipziger, vor 6 Tagen, letzte Woche Sonntag. So, Christoph Gerling hier, der Schiedsrichter, hat sich mal um den Schiebermannschoner gekümmert. Er ist jetzt von der Platte gesammelt. Beweisstück kam mir gerade vorbei. Oh, Tor ist frei. Klasse reagiert hier von Noah Ferrara im Tor der Bochumer. So, Spiel über die Bande. So, 60 Sekunden noch. Und dann der Treffer für Leipzig. Und zur Belohnung geht es wahrscheinlich in den Feierabend für Abdulbaki Alkalaf. Zweites Tor in diesem Spiel. Das war ein bisschen sehr billig von Bochumer Seite. 3:1 für Leipzig. Wir gehen gleich direkt nach Abpfiff. Übrigens noch in eine kleine, kurze Abmoderation. Das heißt, ihr müsst nicht gleich direkt ausschalten. Wir verabschieden euch gleich noch in den Abend. Und dann habt es geschafft. Dann kümmert euch um Dschungelcamp, um die Sportschau. Keine Ahnung. Macht, was ihr wollt. So, Treffer für Leipzig nochmal. Toni Langsteiner. 4:1. Sekunden noch. Also die Bochumer können nur entweder 4:1 oder 1:4. Es ist das dritte Spiel, was so ausgeht. Wenn es denn so bleibt. Wenn nicht jetzt noch ein fünftes dazukommt. Nein. Hat Johann Gatscheu was dagegen. 10 Sekunden. Da gibt es nochmal die Chance. Schussversuch hier für Lumiere Santo. 5 Sekunden. Abschluss, stark gehalten nochmal. Und das war's mit 4:1. Gewinnt Leipzig gegen den VfL Bochum in der letzten Partie des Abends. So, das war der erste Block. Das war unser Samstag. Es ist ja eigentlich nur Vorgeplänkel, es geht um noch gar nichts. Und wir haben trotzdem unglaublich intensive Spiele gesehen. Wir haben tolle Aktionen, tolle Tore gesehen. Wahnsinnig viel Feuer jetzt schon drin und wir können es kaum erwarten, dass es morgen losgeht. Nochmal vielen, vielen Dank an Kamera, an Regie, an alle Mitarbeiter, die das hier mit ermöglicht haben, diese ganzen Stunden. Euch jetzt vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Einen schönen Abend. Genießt das. Wir sehen uns morgen früh um 8:30 Uhr zum Frühstück wieder. Ich freue mich auf euch. Schönen Abend und bis morgen. Bis dann. Ciao.